I lived alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Laut Statistik leben die glücklichsten Menschen Deutschlands in Schleswig-Holstein. Berühmt ist das Bundesland im hohen Norden außerdem für Kühe, Windräder, Detlef Buck, Robert Habeck und natürlich... Bang! Dass jetzt eine Serie über uns und unser Festival gemacht wird, ist ja auch nur, weil wir es irgendwie überlebt haben. I fell into a burning ring of fire. Musik ist ja auch so ein Sehnsuchtsort und das war nicht, wir haben gleich im ersten Jahr ja ein paar Stammgäste gewinnen können, die gleich gesagt haben, das war geil, wir kommen wieder. Ich bin schon 31 Jahre, das heißt das 31. Mal auf Wacken. Beim allerersten Mal war ich schon dabei. Nur Heavy Metal. Ich habe mich ein bisschen gefürchtet vor Wacken. Das war eine wilde Mischung und tatsächlich habe ich noch 2 Tage vor Dreh gedacht, wahrscheinlich findet das gar nicht statt. Wahrscheinlich kommen wir da an mit einem großen Team und die sagen uns, sorry, aber ihr könnt hier nicht drauf oder so. Also ich habe fest damit gerechnet, dass es noch komplett in die Hose geht. We would like to introduce ourselves. Jeder Mensch braucht Doppelgänger. We got Holger Backe. And Holger, and we got Brian. At the end of the set, we will shoot a scene. Don't worry, nothing happens. It's only Hollywood, yeah? Dass wir eigentlich das Festival auf eine Art stoppen müssen, weil Film eben so funktioniert, dass man Dinge stoppt oder sie wiederholbar macht. Und die aber sagen, das Festival ist ja nichts, was wiederholbar ist. Da lebt ja der Moment. Und das, wir können das ja nicht wiederholen. Und damit mussten wir irgendwie erstmal umgehen. Das war schon irgendwie verrückt. Kamera set!
Leute, wir freuen uns tierisch, endlich wieder mit euch loszurocken. Das ist voll geil. Und ja. Die Energie, die da dir entgegenschlägt, ne, von den 60.000 oder 80.000 Leuten, das ist unglaublich. Das trägt dich. Da funktioniert dann auch alles. Der Auftritt, also der Moment, bevor du da rausgehst, das kennt man aber auch schon vom Theater. Da hast du da schon so ein bisschen Lampenfieber, weil das natürlich auch eine Menge ist und du wirst es gut machen und so und hast nicht viel Zeit. Das muss alles stimmen und passen. Und ich hatte auch viel Text, ehrlich gesagt. Du hattest eben ordentlich Text. Und so, ne? Ich konnte nur. Du musst es nur gut aussehen. Und eine Pommesgabel halten. Ja, so. Und hast du gut gemacht. Ja, so. Wackel! Also die Wackener haben natürlich gedacht, wir kommen wie die Doku-Teams, ne? So in, mit 3-4 Personen und schleichen uns dann da so übers Festival und fallen gar nicht auf. Und Tatsache war einfach, dass wir sowohl an Mensch als auch Material einfach einen mega Dreh wuppen mussten. Und das war bei 80.000 Leuten wirklich eine unglaubliche Leistung. Unnötig. Wieso steht ihr hier mit 80 Leuten? Schlüpft hier eine seltene Biene? Und dann waren die Leute halt auch voll. Nee, und die haben es auch irgendwann dann nicht mehr verstanden, wenn du dann abends um 21.30 Uhr am Donnerstag sagst, nee, wir sind vom Fernsehen. Ja, schon klar. Genau. Also erzähl mal dem Betrunkenen, dass du nicht der bist, für den er dich aber hält. Das machst du zweimal und dann baut er sich auch vor dir. Also, du bist der, für den ich sag, wer du bist. Das war sehr lustig. Und einfach auch viele Selfies und... Ja, okay, so geil, danke, dass ihr das seit 30 Jahren macht. Ich meine, das sind jetzt 26 Kilometer, die ich gefahren bin, um Kontrolle, Rolle, Rolle zu machen. Und die Fußgänger haben keinen Respekt vor dem Mopedfahrer. Absolut keinen Respekt vor dem Mopedfahrer. Die fotografieren einen hier, guck mal, er fotografiert mich hier gerade. Komm mal her. Guck mal, er kommt jetzt hier. Er macht jetzt ein Selfie, guck mal. Er will jetzt ein Selfie machen. Kann er jetzt noch? Ja, genau, er will ein Selfie mit Sonne im Gesicht. Warte. Wie das geht, ja, guck mal, dann muss er mal da auf den weißen Punkt drücken, ne? So. Mach ich jetzt, ne? Ja. Und ich wurde wirklich fast 100-fach bedankt in der Sequenz, wenn Holger am Ende mit dem Moped durch die ganzen Zeltdörfer fährt. Und da hatten wir auch vom Holger das echte Moped. Und haben es leer gefahren, wie das abends war es dann leer. Und da die Leute, wenn ich dann immer auf der Anfangsposition stand und wartete, dass das bitte kommt, was ich da an Glückwünschen und Danke und alles gekriegt habe, weil sie mich ja immer nur von hinten sahen, das ist echt geil. Ja. Das ist auch für einen Klassiker, dass Holger das als Klassiker, dass die Leute das schon wissen, dass er da immer rumfährt. Einfach geradeaus fahren. Hörst du mich? Was man aber ehrlich sagen muss, die Wackener waren auch da, ich glaube, mega im Stress, also das schon, aber irre cool. Also wir haben viele Sachen gedurft, die unter normalen Umständen vielleicht nicht möglich gewesen wären. Das muss man denen echt hoch anrechnen in dem ganzen Chaos. Wir haben uns nie angebiedert, nie, weil das war, wir haben es immer als Dienstleister der Künstler und auch durch der Fans gesehen, weil wir machen das nicht für uns, wir machen das für die Fans und machen das für die Künstler. Und das war immer unser Anspruch gewesen und auch immer Ansporn gewesen. Ja, ich habe arg geschwitzt in der ersten Woche bei Wacken und das ist dann mit der Perücke so ein bisschen doof, weil dann löst sie sich natürlich rucki-zucki, was mir persönlich gar nicht mehr eigentlich latte. Damit hat dann nur meine Maskenbildnerin leid, die Melle, weil die hatte echt hart zu kämpfen. Und kaum hatte sie geklebt, kamen ein paar Metalheads an und haben mich angemalt mit so rotem Glitzerstift, so lange so Platz auf die Stirn. Und dann hat die fast angefangen zu weinen, weil das Glitzer kriegst du ja nicht weg. Und dann stand ich da irgendwie eine halbe Stunde und musste da irgendwie diesen Glitter wieder aus dem Gesicht wischen. Die bauen noch auf, es dauert noch 10 Minuten, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Deswegen gehen wir alle ein bisschen nach hinten, damit hier nicht so die Schaulustige rumhängt. Oh,
18 gedreht und ab. Läufst du? Ja. Und bitte, bitte, bitte. Aus. Der Schluss war gut. Jürgen? Ja? Ich würde jetzt den Gegenschuss machen. Aber hast die alle, ne? Die klotzen alle in die Kamera da. Ja, aber am Ende, der Schluss war gut. Ja. Und jetzt müssen wir einfach, glaube ich, hinter ihm hergehen, um uns, damit das für die langweilig wird. Okay. Wir gehen jetzt hinter Aurel her, hierher. Ja, okay, wunderbar. Willst du alle links und rechts weg haben? Das ist frei. Ja. Alles voll mit Leuten, das passt nicht zum Gegenschuss. Vielleicht müssen die Warriors einfach einmal in ihren Backstage-Raum gehen und sich auflösen. Jetzt ohne euch, wir gehen einmal nur durch die Menge. Jetzt ist gut. Okay, Ton ab. Atmen wir den, Ton ab. Schlussklappe. Und. Anfangen. Aus, aus, aus! Da ist jetzt eine Kapaze mit Absicht in die Kamera reingerannt. Metalheads, nur nett. Ne? Thomas Holger, nur nett. Das ganze Team, wahnsinnig nett. Also alle, wirklich. Muss man machen. Drehst 3,5 Monate und wirklich, das meine ich ernst. Kein Sack dabei. Anfang August zum Festival wurde es dran getackert und irgendwie habe ich es dann vergessen abzumachen und irgendwann war ich dann abergläubisch. Ich neige eigentlich nicht dazu, aber ich habe es dran gelassen, weil ich dachte, wenn ich es jetzt abmache, geht irgendwas schief. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der ersten Drehwoche. Wir hatten überragendes Wetter. Die Leute haben uns hier sehr nett aufgenommen. Wir konnten hier machen, was wir wollten. Und ich finde, wir haben einen ganz guten Spirit jetzt reinbekommen. Aber die großen Tage kommen ja jetzt erst noch. Insofern war das eigentlich so ein ganz schöner Auftakt. Aber es ist irgendwie total schön, in den 80er Jahren wieder zu Hause zu sein. Auch wenn die Autos stinken und komische Geräusche machen. Wir haben alles am Start. Ascona, Opel Rekord, Caravan. Honda Civic, Subaru, wir haben ein Opel Kadett da, wir hatten einen Rekord da, ein Mercedes W123, ein Volvo, mehrere Polos und Golfs. Ach ja, die gute alte Zeit. Bei ein paar Sachen ist man ja froh, wenn sie verschwinden, aber bei einer Sache müssen wir uns mehr Mühe geben, sie zu erhalten. Die Kneipe. Der Ort, wo eigentlich jede gute Geschichte anfängt. Landkasthof spielt in meinem persönlichen Werk eine sehr, sehr große Rolle. Ich bin versucht zu sagen, ich drehe gar keine Filme mehr ohne Landkasthof. Und deswegen sind wir jetzt hier in Bockholt-Hahn-Redder, haben die uns den Gefallen getan, seit 1991, sage ich mal, einfach alles so stehen zu lassen, wie es ist. Und das auch noch sehr gut zu pflegen. Man sieht ja normalerweise, wenn man unterwegs ist, immer Sachen, die kaputt renoviert worden sind. Aber hier, wenn ihr das seht, mit der Kegelbahn, der Tresenbereich, die Kasse, auch diese ganzen Sitzgelegenheiten hier, alles wunderbar, noch total in Shape. In Kneipen haben wir teilweise den Saal gemietet und dann eine Party organisiert, also praktisch eine Rockparty. Holger hat aufgelegt, wir haben mit Skyline gespielt. Und dann kam irgendwie so, ja, mit eurer Kapelle und wir müssen eigentlich mal, wollt ihr nicht mal ein Open Air machen? Und so ist eigentlich hier ziemlich so, ja, hier ist das entstanden. Ich glaube, auf dem Sonntagabend nach dem Fußball eigentlich. Ne? Das war damals so, erstmal gab es eine Kneipenkultur ja noch, die Kneipen waren ja voll. Und ja. Da war der Tresen ja mehr besetzt als eben, sag ich, im Restaurant mehr weniger. Die Leute haben hier Karten gespielt, geknobelt und so weiter. Hier haben sie aber auch die Vereine immer getroffen. Also wenn ich beim Fußball auch als Jugendlicher, als Bambino, losgefahren bin, so ein Spiel, hat man sich nicht getroffen am Vereinsheim, sondern hat man sich hier getroffen in der Kneipe, schon mit
keine Ahnung, 6, 7, dann ist man losgefahren mit den Eltern und so weiter. Da hat man sich danach hier in der Kneipe nochmal getroffen, hat einen Stiefel getrunken. In dem Fall natürlich war es dann eben Spezi oder was ich. Und später war dann Bier nachher in der Jugend ja auch. Aber man hat immer sich in der Kneipe getroffen. Wir haben ein paar Flaschen Wein. Ja, Mann, bitte. Hier waren natürlich schon ein bisschen Eltern her. Aber wir haben uns immer getroffen durch Fußball eben hier. Und weil er meistens auch Schicht hatte, wenn wir saufen konnten. Am Sonntag oder Samstag. Und das, ja, so war es eben. Aber wir hatten ja eine geile Kneipenkultur. Das ist alles tot. Gibt's da nicht mehr. Ende. Keiner säuft mehr richtig. Da geht alles den Bach runter. Ja, es fehlen auch die Frauen, Karl-Heinz. Du musst dagegen angehen, weißt du? Du musst, wie man sagt, so ein Event schaffen. Und dann kriegen die Leute ihren Arsch auch wieder hoch. Und dann gehst du dem Geld quasi entgegen. Wenn du dem Geld erst hinterher rennst, dann ist das nämlich zu spät. So ist das. Lachs schwimmt ja auch den Fluss hinauf, um abzuleichen. Oh. Uwe mochte nicht so gerne große Biere. Uwe mochte lieber kleine. Und dann ist er hier nochmal gekommen. Klein und schnell. Und klein und schnell hat er sich hier nochmal 0,2 geholt. Thomas Schemmelin, ja. Schenk nochmal Gauer in. Schnaps hat er ja eigentlich nicht so viel geholt. Nee. Uwe war klassischer Biertrinker. Und dann noch mal schnell ein Knobeln. Ne? Also es gibt so ein extra weit mehr Knobeln, deswegen hast auch. Also du siehst einige Becher, die sind so abgewetzt. Also das hatte schon eine gute Tradition, macht auch Spaß. Dauert eigentlich genauso lange, wie du für ein Bier brauchst. So ein ordentliches Bier dauert ja nicht 7 Stunden, sondern so 7 Minuten. Ja, manchmal auch nur 7 Sekunden Träge, ne? Man kann den gar nicht so nachspielen. Das ist dann schon eine freie Interpretation. Wobei die Sturheit oder das Gewieftsein von ihm habe ich mit Lars dann ja noch mehr reingenommen. Oh, Karl-Heinz, lass die doch mal machen. Erstmal. Sag mal, bist du jetzt für die oder gegen die? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Aber ich sag mal so, mit der Angst von den Leuten. Also wenn die Leute erstmal Angst haben, dann steckt da auch Potenzial drin. Mit Spuk lässt sich Geld machen. Der war derjenige, der den Jungs eigentlich auch dass man das kommerzialisieren kann, irgendwie auch mehr und mehr reingelegt hat. Und das haben die dann selber gemacht. Aber das Geile ist ja an Wacken. Wenn man sieht, bei uns, wo ich aus dem Dorf komme, die würden das nicht hinkriegen, dieses Festival. Weil da zu viel, die würden sagen, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Und da ist das aber so lässig. Und als ich da jetzt wieder war, und es war auch schön, weil das Dorf zusammenhält und eine irrsinnige Lässigkeit da ist. Der hat hier gekegelt, der hat hier geknobelt am Tresen. Und der war ja mehr in der Kneipe aus Hause. Ja. War ja damals auch so. Und weil er eben auch mit der innovativste Bauer war, weil er zuerst den größten Träger gehabt, er war erst einen Laufstall gehabt, er war der Bauer, der morgens um 10 in der Kneipe war, und die anderen haben sie alle noch kaputt gebuckelt. Der war schon mal einen Schritt voraus. Provinz ist weltweit ähnlich. Und du unterscheidest sie nicht. Ein Brauertrede würdest du auch in China finden. So absurd sich das anhört, aber ich bin mir sicher, in Texas auf jeden Fall. Wir haben gerade 3.13 Uhr und gerade werden hier die Leute mit Wurstwasser begossen. Wollt ihr eine kleine Stärkung? Was meint ihr, was ihr Pussy-Rocker im Angebot haben, hä? Es wird jetzt räudig, weil jetzt müssen wir das Wurstwasser trinken. Es wird jetzt nochmal, nur weil ich vorher das so gesagt habe, dass es mit dem Kotzen so easy war. Mal gucken, vielleicht kommt es noch mal, aber es ist dann nicht gescriptet, sondern echt. You are gonna take it. Oh yes, you are take it. You are gonna take it. Boah, das war richtig widerlich. Das war Wurstwasser. Boah, ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Ich hab's nicht gerochen. Ich wollte nicht.
Die Requisite wollte nett zu uns sein und hatte Eistee reingemacht. Mit wasserverdünnten Eistee. Aber dann wurden die Bockwürste ja wieder reingetan. Also ich glaube, das haben sie nicht bedacht. Und es war, glaube ich, noch ähnlicher als Wurstwasser, was wir da getrunken haben. Ich kann mich noch genau an einen Moment am ersten Drehtag erinnern. Da sind wir auf so einem Rocker-Festival. Und ich oder Holger steht so hinter dem DJ-Pult und ruft dann so: Jetzt kommt mal was Reelles hier! Dieser Satz. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es funktioniert überhaupt nicht. Und habe mir dann auch so vorgestellt: Scheiße, jetzt drehe ich hier 3 Monate. Und alles geht in die Hose. Ganz schlimm, der erste Drehtag, also im Sinne von, ich kenne niemanden und ich muss jetzt aber so Freunde sein. Mit so, also ich hatte Sammy vorher getroffen, weil ich wusste, dass er gecastet war. Und dann hatten wir uns in Berlin getroffen mal und so ein bisschen SMS geschrieben. Und sonst hatte ich wirklich niemanden. Und dann kommen so Leute, die ich jetzt Gott sei Dank alle kennengelernt habe. Und wir haben uns auch tatsächlich angefreundet. Aber das weiß man nicht. Und ich habe auch schon Erlebnisse, wo das nicht passiert ist. Und man weiß ja auch nicht, wie es wird. Und man weiß auch nie, ob man das hinkriegt, so. Film hat sehr viel mit Warten zu tun, auf jeden Fall. Weil man muss immer auf die anderen Departments immer warten. Und auf jeden Fall sehr, sehr offen mit Leuten umgehen, weil das ist hier quasi, du wächst hier so zusammen wie eine Familie mit dem Team und so. Weil du bist jeden Tag 12 Stunden zusammen und du musst mit den Leuten auskommen. Auch wenn da jetzt Leute sind, die du nicht so, mit denen du nicht so gut kommst, aber du musst es irgendwie machen. Was man hier entdeckt, ist so auch von jedem selber abhängig. Also ich würde sagen, nicht mal je nach Department oder so, sondern je nach Person, worauf lässt man sich ein, was übernimmt man, und wie arbeitet man selber? Der Kontakt zum Set und zu wissen, was am Set passiert, ist das A und O. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der Filme macht, das gut machen kann, wenn er nicht weiß, wie ein Set funktioniert und wie Menschen, was Menschen am Set brauchen, um gut zu arbeiten. Dann schauen wir uns das Set jetzt mal ein bisschen an und diese 60 Leute, die da arbeiten. Was machen die bloß alle? Hallo, mein Name ist Matti. Ich bin hier Produktionsfahrer und man sagt im Volksmund immer, ich bin dafür da, Schauspieler zu machen, morgens und abends, ans Set zu bringen und den Tag über Sachen und Dinge, die die Kollegen kaputt gemacht haben oder vergessen haben. Und heute waren die Kollegen artig und haben weder was kaputt gemacht noch was vergessen. Deswegen warte ich jetzt hier eigentlich, bis der nächste Schauspieler fertig ist, den ich nach Hamburg bringen kann. Angefangen habe ich heute um 7:15 war Abholung. Ich war dann so ab 10 Minuten vor der Zeit ist das Fahrers Pünktlichkeit. Man ist immer gerne einen Tick vorher am Hotel, um noch ein bisschen Wagen sauber zu machen und sich noch ein bisschen für den Tag vorzubereiten. Dann bin ich hier hingefahren, war um 7:45 hier. Und ich denke mal, wenn ich nach Hause komme, je nachdem, wann hier Drehschluss ist, ich denke so 18:30 könnte ich den Wagen abgestellt haben. Aber es macht ja echt Bock. Hallo. Wackern! Was ist denn, wenn wir unsere Setlist doch ein bisschen anpassen? Weil dann können wir auf den Landgasthof scheißen und dann spielen wir beim Motorradtreffen, weißt du, mit dem Bikehut. Nee, Pussyrock ohne mich. Ich war für eine andere Rolle im Casting und haben mir Güsi angeboten. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und dachte, Mensch, das ist eine geile Zeit, in der wir hier spielen. Das ist geile Mucke, die wir hier spielen. Wir sind eine Band auf einer geilen Reise. Das wird geil. Und dann landen wir recht schnell in dem wundervollen Maskenmobil. Und weil wir echt viel Zeit da verbringen, haben wir uns auch echt alle recht gut kennengelernt. Wir haben halt alle Perücken auf dem Kopf. Mal mehr, mal weniger, aber schon echt immer am Anfang, bis wir älter werden. Und es macht so viel Spaß, morgens schon bei denen zu sitzen und so reinzukommen, so zu merken, okay, langsam kommt der nordische Dialekt, ein bisschen lauter wird der, und die Stimmung wird lauter, die Witze schlechter und dann so, ah ja, okay, so langsam sind wir drin. Ja, es spielt ja in 2 verschiedenen Epochen des Thomas Jensen, in seiner Punkphase und in seiner Metalphase. Und jetzt bauen wir um von Metal
auf Punk. Hier ist die Punk-Perücke von Thomas. Das ist das Scheitelteil Bundeswehr. Das ist Gösi. Nee, das ist Maria. Heike. Thomas. Das ist Gösi Jung. Sammy. Bis Beifurt alt. Bis Beifurt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Und die noch drauf sind. 32 auf dem Hauptcast. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade für junge Leute eine ganz schöne Drucksituation ist. Nicht nur dieselbe Figur zu spielen wie so renommierte Schauspieler wie Aurel Manthey oder Charlie Hübner, sondern eben auch echte Menschen zu verkörpern, die es ja in Wirklichkeit gibt und die auch sehr meinungsstark sind. Und der Charlie Hübner sollte eigentlich Anti-Hübner heißen. Ist das so? Kann man sich mal, die haben alle gesagt, das wird ein Mädchen. Anti-Hübner, so sollte der Charlie Hübner heißen. Und jetzt heißt er Holger. Kannst du mal drüber nachdenken? Holger hat ja diese sehr sparsame Art der Kommunikation. Er ist ja, er guckt ja lange und dann sagt er 3-4 Sätze. Gegenüber von meinem Vaters Geschäft, bei Brusch, das ist ja auch eine Verwandte von Holger. Mein Onkel, meine Tante. Da konntest du ein paar Tonträger kaufen. Und ja, bei Heinke Peters ja auch. Die ist dann mit Uwe Trede verwandt, ne? Die Schwester von Uwe Trede. Das ist eigentlich die Schwester von Uwe Trede, war mit dem Elektriker. Aber du konntest in Wacken an zwei Stellen Tonträger kaufen. Heute nicht mehr. Und ansonsten habe ich mir mal gedacht, weil Sammy viel mehr wegtragen muss von der Holger-Erzählung, dass ich immer ab und an mal reingucke, was er macht und dass ich das eher kopiere als den echten Holger, damit es im Film stimmig ist. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass Sammy so richtig verschmolzen ist mit der Rolle, dass der sich sehr, sehr intensiv auch mit dem Innenleben der Figur beschäftigt hat und deswegen eben auch mit sehr viel kleinen Gesten und kleinen Bewegungen ganz viel ausdrücken kann. In der Recherchearbeit quasi habe ich eben einfach Videos geguckt und Interviews von Holger Hübner in seinem Jetzt-Zustand und musste dann quasi so abstrahieren, wie war der früher und so. Und dadurch ist es so einfach so eine Idee in meinem Kopf. Und ich glaube, dass ich eben nicht möchte, dass man dann diese Idee sieht. Oder dass man so sieht, okay, das ist so die Hauptcharaktereigenschaft, die sich dieser Schauspieler ausgedacht hat oder so. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung. Hast du dich auf den Dialekt vorbereitet? Ja, ich hatte auch einmal ein Dialekt-Coaching übers Internet, was von der Produktion organisiert wurde. Was ist denn dein Heimatdialekt? Vorarlbergisch. Wie klingt denn das? Also, wenn ich jetzt so Vorarlbergisch spreche, dann hätte ich ungefähr so das Interview gehen. Also, das hätte so die Frage beantwortet. Ja, ich habe mich vorbereitet, eigentlich auch mit viel Videos gucken. Und wir hatten ja auch Gespräche dann mit Jonas und mit Lars, also mit der Regie und auch mit den Rollen, also mit den Menschen, die wir spielen. Und ich habe dann auch viel so aus dem norddeutschen Kosmos rundherum geguckt. Also so irgendwie den ersten Film von Detlef Buck auf Empfehlung von Lars hin, Werner habe ich geguckt, Kieler Kneipenterroristen, St. Pauli Champs und solche Sachen. Also jetzt nicht konkret die Rolle, sondern eher so die Zeit und der Ort. So. Und eine ganz essentielle Vorbereitung war natürlich wahnsinnig viel Metal zu hören, ehrlich gesagt, oder? Also, weil das war eine Musik, die ich vorher so gar nicht irgendwie bewusst zumindest gehört habe. Jetzt wissen wir, wo alles anfing. Aber um so einen Anfang zu drehen, muss man natürlich in die Vergangenheit reisen. Das Festival war ja nicht immer so groß. Wacken hat seine Fans. Die werden vielleicht auch überrascht sein, wie naiv das anfing, sage ich mal. Und nicht so Perfektion, wie es jetzt ist. Also wahrlich, Männer, ich sage euch, wir können heute hier das schaffen, was gestern noch undenkbar schien. Hier auf diesem Feld.
mit dieser geilen Mannschaft eine Bühne bauen, wie sie in ganz Wacken, ja, komm, wie sie im ganzen Kreis Steinburg noch keiner gesehen hat. Ja, es gibt auch Helferbier für alle Freiwilligen. Also, wo sind meine Männer? Ja, bitte, Neppi. Wo ist denn das Helferbier? So eins nach dem anderen. Guck ich das mal ganz genau an und wenn ihr Fragen habt, dann guckt euch das noch genauer an. Also die 90er waren in einer gewissen Art und Weise eben dadurch, dass die Mauer weg war und dieser Aufbruch da war und alles war möglich, hatte das eine sehr, sehr schöne Wallung und Energie und wahnsinnige Naivität, die es so nicht mehr geben wird. Jetzt kommt das in deine Abteilung an. Wie läuft das ab? Erzähl mal den ganzen Weg, den ihr geht. Naja, wir lesen uns die Drehbücher durch und dann wissen wir, dass es zwei verschiedene Festivals gibt. Und es wird im selben Ort stattfinden. Das heißt, für uns ist es am schlauesten, mit dem zweiten größeren Festival anzufangen, wo wir alles Mögliche aufbauen, um dann zu reduzieren für das erste Festival. Ja, zum Beispiel werden hier die Zäune alle weggemacht, es gibt weniger Bierwägelchen, es wird alles ein bisschen kleiner erzählt. Die hatten dann beim ersten Festival noch nicht Wacken Open Air, sondern einfach Werbung von einem Metallbauer. Die Bühne wird kleiner ein bisschen, die Instrumente werden reduziert, das Licht wird reduziert. Also alles wird ein bisschen kleiner erzählt. Und das ist dann das erste Wacken-Festival. Und das, was ihr jetzt seht, ist der Aufbau vom zweiten Festival. Uja ist der Szenenbildner von dieser Serie. Und der muss sich diesen ganzen Aufbau ausdenken und überlegen, wie wir so genau wie möglich eine Anmutung dessen kommen, wie es in echt war. Gleichzeitig muss es aber unseren filmischen Anforderungen Genüge tun. Wir können natürlich hier nicht jeden Tag mit 1000 Statisten arbeiten, wie das in der echt gewesen wäre. Das würde den Kostenrahmen sprengen. Und es ist ja hier in dem Fall nicht einfach nur irgendwelche kleinen Requisiten, sondern der Aufbau einer echten Bühne, die wiederum auch abgenommen sein muss vom Ordnungsamt und vom auch allen Umweltauflagen genügen muss, weil wir sind ja hier auf einer Rasenfläche. Also wir unterliegen hier quasi der gesamten Genehmigungsvoraussetzung einer echten Veranstaltung. Die echte Kuh ist natürlich viel größer. Insofern müssen wir durch einige filmische Tricks und Auswahl der Kameraobjektive und Einstellungen eine Anmutung dessen herstellen, wie es vielleicht in echt sich angefühlt haben kann. Aber es ist eben unsere filmische Wirklichkeit, die hier eine Rolle spielt, die maßgeblich von Leuten wie den beiden gestaltet wird. Wacken, Leute! Gibt's Schlimmes? Toll! Wer kommt da? Muss ich mal kurz hingehen. Haken Strand waren wir beim ersten Auftritt. Wir haben kurz nach Drehstart haben wir uns im Alten Ritter getroffen, in der langen Reihe. Und wir hatten am nächsten Tag einen Drehtag, wo wir den ganzen Tag, wir hatten nur verkaterte Bilder. Und dann dachten wir helfen ein bisschen unserer Maskenabteilung und bringen ein bisschen Patina mit. Dann haben wir uns so ein Limit gesetzt. Wir sind alle, haben uns da hingesetzt und meinten, okay, um Schlag 2 gehen wir nach Hause. Dann war 2, dann wurde es Schlag 3. Um 4 waren wir dann alle zu Hause. 2 haben Hilfe gebraucht. Und am nächsten Tag haben wir super verkatert gespielt. Also verkatert gespielt. Ja, sicher. Na sicher. So läuft das nämlich beim Film. Hast du diese Metal Queen aus Hamburg gesehen? Sabina irgendwas. Nein, Alter, die war kurz vorm Umzug nach Wacken. Verstehst du? Das ist unser Publikum. Scheiß mal auf Anja und Konsorten, ey. Wir sind mal echt die Geilsten hier. Moin. Danke aus. Lass es schnell noch eine machen, wo du auch mal kurz runterschwenkst. Gleich nochmal auf Anfang, bitte. Ja, gleich nochmal, eine bitte noch. Und Sebastian, mach mal so eine mit 2 Bier mehr, also im Hinterkopf. Okay. Ich fand, du warst ein bisschen zu fit. Ne? Ja, ja. Ja? Runterschwenken, solange er noch sammelt am Anfang. Ja, genau. Das ist auch ein bisschen. Wenn er redet, nochmal runtergehen. Ja, so. Ja.
Was? Ich frage mich, ob sich der Witz so vermittelt, wie Sebastian das moderiert. Inwiefern? Also dieses Trinkspiel ist ja richtig was geil Beknacktes. Ja. Und ich weiß nicht, was jeder kapiert. Ich glaube auch, er müsste es noch ein bisschen besser jedes erklären. Jedes Mal, wenn und so. Weißt du, wenn das Wort fällt. Ich sag ihm das. Lang, ne? Sebastian, ich habe eine Idee. Ich hatte eine gute Idee, dass du das noch mal erklärst, das, was du da machst. Dass du nicht einfach nur das hinstellst, sondern dass du sagst, wenn das gleich kommt, die Begriffe Satan. Ja, ihr seid nämlich, wenn euer Teamname kommt, müsst ihr trinken. Dann trinkt ihr. Dann bringt das doch alles gleich viel mehr Bock. Dann wird das geiler. Dann wird der ganze Aufbau geiler. Ja, das wird geil. Ja? So, ja. Das ist auch immer sehr gut bei Regie. Andere machen die Vorschläge und ich verkaufe die als meine. Kriegst du das hin? Ich glaube, ich krieg das hin. Das Ding ist erst aus Österreich, was uns keiner glaubt. Ich glaube auch nach wie vor, dass er nur so tut, als ob er Österreicher ist. Weil das war etwas, was ich von Anfang an gesagt habe. Niemand kann hier mitspielen, wenn er nicht aus Schleswig-Holstein kommt. Jetzt haben wir einen Hauptdarsteller aus Berlin-Prenzlauer Berg und einen aus Vorarlberg. Sauerei. Ja, und jetzt? Ich werde jetzt gleich Mucke anmachen und dann, wenn euer Teamname kommt, dann lötet ihr euch richtig an rein, ja? Jo. So, los geht das. Und los! Satan! Blatt! Wespen! Bitte! Wollen wir einen mit Sonne drehen? Ja. Gut. Das ist so eine Fliegerstaffel. Drei Stunden später. Krasse Flugzeuge. Ja. Was wollen Sie, wie viele Flugzeuge mir schon? Und denen sowieso? Ja. Wo sind sie? Da. Wie viele geile Takes von Flugzeugen schon kaputt gemacht worden sind. Deshalb nicht fliegen. Sage ich und fliege in zwei Wochen nach Zürich. Aber sonst nicht. Sonst nicht. Dann können wir jetzt auch zwei Minuten uns entspannen. Jawohl. Hier ist Wagner Dorfgemeinde, kommt zusammen. Also hier haben wir unseren Pastor. Ja. Moin. Moin. Dann haben wir hier, das ist meine Mutti. Mutti, wir müssen hier in die Kamera. Das ist meine Mutter und das ist mein Vater. Jetzt mal alle zusammen. Wir sind die Jensens. Genau, dann das, da drüben sind die Eltern von Holger. Hier steht Holger. Das ist Gösi, unser Schlagzeuger. Das ist die Mutter von Gösi. Ja, Mutter von Gösi ist einfach ist eine tolle Frau. Das ist Fußballkumpel, ich glaube Robert. Kumpel Robert. Fußballkumpel Robert, ja. Dann ist Karl-Heinz Schonkwelt und mein ehemaliger Chef. Das ist Jörg, mein kleiner Bruder. Und hier ist Bauer Trede, der melkt uns. Und das ist Wildtrud von dem besonderen Haus für besondere Kinder, die jetzt gleich in der Kirche was gegen Heavy Metal sagen wird. Und wir werden versuchen, dem entgegenzuwirken. Und es ist noch eine bedächtige Runde vor dem Sonntagsgottesdienst, kann man eigentlich sagen. Oh, haue her! Ich mal anders gefragt, hat irgendjemand denn keine Maske bei euch? Oder bei sich? Warum ist der Komparsentreuer? Eigentlich schaut er, was uns gut geht. Aber er erklärt natürlich auch, wie gedreht wird, was wir zu tun haben und ja, wo im Grunde alles zu finden ist, sag ich mal. Und auch die Verpflegung, ne? Die besorgt er. 33 Komparsen und 3 Kleindarsteller. Nee, 34 Komparsen und 3 Kleindarsteller. Ja. Ist sie frisch, ne? Du musst sie noch an mir rumschmieren, hat sie gesagt. Hab ich irgendwas vergessen? Das weiß ich wahrscheinlich, das weißt du nicht, ne? Das weiß ich halt auch nicht. Sonst hätte ich es nicht vergessen. Heute ist der Aufstand der Dorfbewohner
Wir haben jetzt die Szene in der Metal in der Kirche ganz offiziell, wie sagt man? Was ist das Gegenteil von gepredigt? Geantipredigt wird. Und Dorfbewohner dürfen sich jetzt einmal anhören, was das hier Metal für Auswirkungen hat im Dorf Wacken. Und jetzt sehen wir mal gleich, wie die Dorfbewohner darauf reagieren, wenn Gute Wildtrud, die Mutter der ganzen elternlosen Kinder, erzählt, was hier Metal für Einfluss auf die Kinder hat. So, ich sag euch, das geht schneller, als ihr gucken könnt. Dann ist das hier nur noch der Ort mit dem Chaoten-Festival, mit Dreck und Unordnung überall. Fürs Ansehen und die Sicherheit in unserem Dorf, hier jetzt mal alle bitte unterzeichnen. Durchgeben. So, und jetzt hören wir noch einen Vortrag von einer Expertin. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Eating the flesh of a thousand corpses. Bloodsucking countless nuns. Ich will Ihnen das jetzt gar nicht übersetzen. Das ist nur ein Beispiel für die grausame Sprache des Heavy Metal. Und dann kennen sich alle, der Dreh plätschert vor sich hin, jeder Handgriff sitzt. Doch dann kommt plötzlich der Tag, an dem eine Kleinigkeit schiefläuft. Und dann noch eine. Und dann... Wenn ich jetzt ehrlich bin, es wurden vergessen, zwei Komparsen abzuholen. Und der andere Komparsen wurde eine falsche Bus- oder eine Bahnverbindung gegeben. Und die ist jetzt irgendwo nirgendwo. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass die hier ans Set kommen kann. Jetzt sind wir zwar im Verzug. Und ich glaube, da ist jetzt ein ganzes Team hinter der Kamera, das ein bisschen piss auf mich ist. Ja, dann gibt's noch die Sonne Buchholz. Ich guck's dir an. Wer war das? Das war jetzt der Fahrer, der die abholen sollte. Da ist aber jetzt dann doch nur eine Person von den beiden Komparsen zum Treffpunkt gekommen. Und noch mehr Stress, weniger Zeit. Hallo Joanne, wo bist du denn? Was für ein anderes Auto bist du? Für einen anderen Dreh? Aber du bist jetzt in den Bus gestiegen von einem anderen Dreh? Diese Anfänger, ne? Oh, diese Anfänger, du, das nervt mich so. Die ganzen Anfänger, die hasse ich auch alle. Alles Konkurrenten vom Morgen, können doch gar nichts so. Und die Anfänger, du. Zwei weitere Komparsen, die irgendwo nirgendwo feststecken. Und ich muss irgendwie eine Route erstellen. Und der eine Komparse hat kein richtiges Handy, kann keine Adresse stellen. Jetzt muss ich da eine Wegbeschreibung machen, dass die Person weiß, wo er hin, wo der Fahrer, dass der Fahrer weiß, wo er hin soll. Und die andere Oma hat noch keine Adresse für mich. Das war jetzt wieder mein Fehler. Scheiße, welches war denn ihre Nummer? Dann hat man hunderte Nummern, jetzt weiß ich auch nicht mehr, welche Nummer von welchem Komparsen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe in der letzten halben Stunde 32 Telefonate, 32 Telefonate geführt. Also dann, wie viel der Fehler heute war das? 974, es ist alles ein Fehler. Es ist ein großer Fehler. 974. Kontakt erstellen. Du kannst einen Drehplan eigentlich nicht einplanen. Das ist,
ich bin auch schon an Sets vorbeigefahren, wo ich Regisseur war, weil ich keine Ahnung hatte, was passiert. Und ich habe alle wartenden Gesichter gesehen und ich bin vorbeigefahren und gesagt, ich weiß es auch nicht. Und manchmal ist es nicht, du weißt es nicht, weil es ist ja nichts da, wo du teilweise auch Nerven lässt dann, wenn du Produzent noch bist nebenbei. Die ganzen Komparsen, die keine Online-Verträge haben, die sammle ich dann gleich alle da auf und dann gehen die restlichen hier weg. Also bleibt sich immer die 4 längs 32. Lichtabteilung bleibt sich 4 längs 32. Meiner Meinung nach nicht. Könntest du dich kurz mal da hinstellen? Oh, du bist so ein Schwein. Nicht so wide angle. Ja, ich hatte jetzt gerade mal so 25. Ah, okay. Probier mal. Ich habe einen enger noch, 32 und dann. Weil wir so fand, das hat so einen schönen Druck. Mhm. Guck mal. Ja. Ach so. Ah, ich dachte, das kannst du da raus. Was? Hey. Danke. Magst du deinen Beruf? Ja, ich liebe meinen Beruf. Auch bei so einem Regen? Ja, muss man auch mal machen, ne? Also, damit man weiß, dass man lebt und auch nicht nur rumsitzt für sein Geld. Immer geil. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal im Regen gearbeitet habe. Von daher ist es jetzt gut, mal wieder eine Erinnerung zu haben, an der man sich festhalten kann und sagen kann, das war's jetzt mal. Man hat das riesige Festival geschafft, die brütende Sommerhitze, Flugzeuge, hunderte Komparsen, Wurstwasser, Regen. Dann geht man zur Arbeit und steht mitten in der Nacht mit Lemmy Kilmister auf einem zugefrorenen Acker in Schleswig-Holstein. Kommt alle zum Film. Hier werden Träume wahr. Aber bringt eine lange Unterhose mit. Ein Blick nach da, oder? Nee, nach da. Also nach da. Eigentlich, ne? Schon in die Richtung, wo sie dann entgegenkommen. Okay, dann machen wir den Teppich Premium einmal so, dass es besser ist. Ja, nochmal kurz abwarten, ob Moritz auch das so sieht. Genau, wir stehen so. Ja, und die schauen euch so an dann. Super. Wie ihr gerade seid, nochmal 2 Meter in die Richtung bitte. Ja. Ja, bitte. Der Höllenacker. Die Uhrzeit, die Dunkelheit, die Feuchte, die innere Temperatur sagt noch, es ist alles in Ordnung. Höllenacker. Kalt, kalt, kalt. Da ist warm. Feucht hier, da Eis. Drin ist warm. Eis, alles Eis. Guck mal da ist warm. Wo ist warm? Da drinnen. Da drin. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Man weiß es nicht. Man verliert die Orientierung. Egal wo man hinguckt, alles sieht gleich aus. Und jetzt ist es wieder? Keine Ahnung, dunkel. Alles klar. Viel Spaß heute. Spaß. Hallo Charlie. Ja, was gut? Alles gut bei dir? Ja, mir riecht's gut. Und bei dir? Ja, als entschiedener Gegner von Nachtdreh. Ich kein Freund. Bin ich froh, wenn wir gleich nach Hause fahren.
Holger Hübner, my friend. Mutterhead. Lemmy? Was machst du denn hier? Du bist doch schon tot. Come on. If the stars fall down on me and the sun refuse to shine, Lemmy! Then may the shackles be undone. May all the old words cease to rhyme. If the sky turn into stone, it will matter not at all. For there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of let the fires vanish for all time. God traces his hidden, all unseen. You can ask him what it all means. He was never on your side. God was never on your side. Let right and wrong. Bedeutung von Lemmy, also auch für das Festival oder für uns auch als Typen. Ich meine, das kann man gar nicht in Worten beschreiben. Das erinnert mich mal an eine Mitfahrgelegenheit, wo zwei Metaller mit offenem Fenster von München nach Hamburg gefahren sind. Oder von Hamburg nach München, offenes Fenster. Ich saß hinten, es wehte andauernd und sie hörten volle Pulle Metall. Und ich dachte, wow. Dann bleibt man wach. Wenn wir halt gedreht haben, lief dann den ganzen Tag nur Motorhead, den gleichen Song. Und das sind dann so Songs, die schon in deinem Kopf gebrannt worden sind. Und die dann auch später in meine Playlist gelandet sind, die ich auch vorher noch nicht kannte. Das ist Rockmusik, geht aber in Metal dann über. Und die Grenzen, die sind ja fließend. Ich würde ja auch heute sagen, Motorhead ist ja nicht Metal, Motorhead ist Rock'n'Roll. Aber für mich ist das auch ein bisschen Metal. Nee, ist Hardrock. Ist Rock'n'Roll. Alles Rock'n'Roll. Metal, Doro ist Metal. Und Manowar und so. Aber selbst der Brettschneider ist Hardrock, würde ich sagen. Und nicht Metal. Manowar ist Metal. Und Halloween, Iron Maiden, Metal Church. So, würde ich sagen. Ja. Ich bin der Profi. Schlecht hin. Was ist dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong ist Death or Glory von Motorhead. We are Motorhead! And we play rock and roll! Motorhead ist nach wie vor die Band, die, finde ich, Wacken so mit am besten auf den Punkt bringen. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner für Wacken, sag ich mal. Also auf Motorhead können sich wirklich alle committen. Ja? Es war immer so. Your friend, Thomas. Ja, Thomas Jensen, mein Freund. I tell you, hell's a lot more fun than listening to Thomas Jensen's life story. Das ist doch nicht nur seine life story, das ist unsere life story. Aber nicht alle werden als Legende geboren. Irgendwie muss man ja anfangen. Ganz wichtig, erstmal eine Band gründen. Es wird eine Rocky genannt. Alle bereit, Fragezeichen? Weil Auftritt und Saufen und Schreien und Pogen und Moshpit und Tanzen. Weil es hier vorne so schön war, würden wir jetzt noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Das heißt, wir würden nach hinten nachrutschen. Dann würde ich sagen, die Reise geht los. Und wir gehen ein Stück nach hinten. Also wir haben vorher nie die ganzen Probentage und sowas, was wir als Band erzählen, haben wir halt erst nachher gemacht. Wir sind direkt mit einem Auftritt gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, schon. Und dann bin ich noch hingegangen zu unserem Regisseur und meinte, weißt du was? Ich kann das wirklich nicht. Aber ich lebe das jetzt.
Und dann sind wir da auf die Bühne gegangen und haben losgeschmettert. Bela macht das richtig gut. Ja, der hat viel geübt. Das ist natürlich nicht einfach, gerade so ein Instrument. Also bei mir ist es ja, sind es ja irgendwie die Hand, die irgendwie im richtigen Tempo oder zu den richtigen Momenten anschlägt. Gitarre kann ich tatsächlich gar nicht spielen. Aber habe so ein bisschen Coaching genommen, damit die Hände zumindest an der richtigen Position sind. Das ist das einzige Riff, was ich kann. Und ich kann es nicht. Ich hatte echt Angst, dass es verkackt, nicht zugefallen. Mich hat ein Freund gefragt, ob ich. Weil er hat mich gefragt, wie läuft das mit dem Schlagzeug? Ich meinte, mega geil, ich liebe das. Ich liebe das Instrument und das so zu fühlen, wie sich das so anfühlt. Und der Digi, dann geh doch hin und nimm Unterricht. Und dann hat er mich ans Schlagzeug gesetzt und hat gesagt, mach mal, was jetzt so aus dir rauskommt. Und dann habe ich angefangen, was zu machen und er hat mir 2 Sekunden erlaubt. Er meinte, okay, hör auf, wir fangen ja wirklich von 0-0 an. Hör sofort auf, mein Schlagzeug zu fangen. Das Schlagzeug, das ist gesilenced, also jeder Becken ist doppelt beklebt, deswegen knallt er nicht, wenn man ihn schlägt. Die Trommeln haben so eine Folie drauf, dass man die auch nicht hört. Also klingt alles einfach wie eine Geschirrspülmaschine, die man fallen lässt. Oh Gott. Es war sehr klar, dass wir jetzt auf einer musikalischen Ebene keine wirkliche Metalband bilden werden können. Deswegen haben wir uns voll auf, wie Hübner sagt, wir sind voll auf Show gegangen. Weniger musikalisch, mehr Show. Und ja, also da muss man natürlich durch. Und ich glaube, wichtig ist, dass man irgendwie so Spaß dran hat. Und wir waren dann auch einfach Bier trinken und so Kram. Und dann, wenn man sich mag, hat man auch Spaß miteinander dann in so einer Situation, glaube ich. Wenn man sich nicht mag, hat man keinen Spaß miteinander. I was born to lose, and gambling is for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Du kommst mit dem Bass hier vorne an. Ja. Gösi sitzt hinten schon am Schlagzeug und schreit ihn an. Und sagt, bist du taub oder was? Bist du taub oder was? Dann kommst du nach vorne und sagst. So, Leute, seid ihr ready? Jo. Is this loud enough for you? Richtig laut, Michel. Is this fucking loud enough for you? Ja. Okay, Leute, das muss jetzt richtig knallen. Jedes Mal, wenn die Szene vorbei war, weißt du, ich würde das gerade wirklich gerne spielen können. Einfach, also ich wäre wirklich gerne Rockstar. Also in dem Moment habe ich gecheckt, warum Leute so viel dafür opfern, weil es ist schon ein tolles Gefühl von Anerkennung, wenn die Leute da unten zu der Mucke so doll abgehen und diese laute Musik, die Scheinwerfer und so, das ist schon geil. Und dieser erste Wackenauftritt, das hat einen einfach so gehypt. Die Hälfte der Serie ist auch so eine Bandgeschichte, die dann zu was anderem wird. Aber es ist auch so eine Bandgeschichte mit so Streits backstage. Und bei uns ist jetzt ein Festival, dass die Band auseinander... Also es gibt ja immer, was bringt die Band auseinander? Wir können sie sich weiter? Nicht. Wer macht sein eigenes Ding? Wer macht, bringt die Soloplatte raus und so? Also all die geilen Konflikte haben wir ja auch. Und das war Gott sei Dank irgendwie so ein guter Dreh, weil dann so 200 Statisten da sind, die irgendwie jubeln und so. Das Lemmy würde jetzt sagen, das war eine super Zeit. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich werde sie nie vergessen. Irgendwann kommen diese schrecklich schönen Tage. Da ist fast alles bewältigt, alles im Kasten und man weiß, man muss jetzt langsam Tschüss sagen. Thank you.
Dennis und Danilo sind, also das ist heute deren letzter Tag. Letzte Szene. Und sie wird emotional eventuell. Okay. Nein, nein, nicht heute, es ist alles so traurig. Ja, es ist schon traurig. Oh Gott, das hab ich auch gerade geweint. Wir haben alle schon geweint heute. Ja, letzter Drehtag von Skyline als Band finde ich sehr bewegend und die Jungs waren mindestens genauso gut, vor allem im Zusammenhalt. Waren wirklich die richtige Band. Das hat mich total beeindruckt und hat denen, glaube ich, allen viel Spaß gemacht, die Arbeit. Ja, wir haben nichts mehr zum Füllen. Wir können das auch hier machen, warte. Spaß, aber ich will es sehen eigentlich. Ich will mal zu Massage. Nein, komm, mach, ich mach hier. Jetzt. Ich mach's jetzt. Machen wir hier. Komm, ich warte, bis die. Ja, noch nicht, halt, mach fest. Ja, alle, darf ich? Ich hab Muskelkater, ich kann nicht meine Hände bewegen. Okay. Oh Gott, Alter. Was denn? Geht's nicht mehr? Doch. Klar. Ja, komm, ab damit. Ja, mach locker. Ab dafür. Nika. Willst du alles gut machen, mal die Zunge rein. Das Ende ist nie in Sicht und wenn's dann kommt, dann schlägst du ins Gesicht. So. Das war so schön. Ja. Das ist eine richtig krasse Filmfamilie einfach, die entstanden ist. Richtig. Ja, es wurde ganz viel geweint hier heute. Das ist normalerweise nicht so meine Art. Aber eigentlich freut man sich ja, wenn man was geschafft hat. Aber in diesem Fall mit unseren Jungs, da fange ich direkt gleich wieder an zu weinen. Das Ding ist, ich habe halt echt die letzten 4 Monate, immer wenn ich meine Eltern besucht habe, hat mein Vater gelacht, wenn er mich gesehen hat. Und jetzt vor 2-3 Tagen war ich noch mal da und er lacht schon wieder nicht. Was ist denn mit ihm? Warum lachst du denn immer, wenn du mich siehst in letzter Zeit? Ey, dieser Schnauzer. Mein eigener Vater, 4 Monate lang hat er mich ausgelacht. Jedes Mal, wo er mich gesehen hat. So, jetzt okay. Muss ich ihm mal ein Foto schicken. Ah, es ist einfach echt ein sehr sentimentaler Moment für mich. Auch gerade meine Haare von Jörg abzugeben. Und jetzt wieder der Niemand zu sein, der ich ja bin. Was machst du denn sonst so? Nix. Theater, ne? Bisschen Musik. Ja, das war's eigentlich. Deswegen sag ich ja niemand. Und Jörg ist jemand, ne? Der hat einen Job, einen Bruder. Ich bin ein Einzelkind. Ja. Mensch, Jörg. Und ich werde die alle vermissen, die Jungs von Skyline. Das sind eigentlich echt, das ist, ja. Da weiß ich echt gar nicht, was ich sagen soll. Und für euch als Message da draußen, macht den Beruf nicht viel zu anstrengend. Das ist alles emotional, echt aufreibend. Also Film ist ja teilweise eine anstrengende Zeit. Und man sollte das mit den Leuten machen, die man gerne mag. Und in diesem Fall ist das so. Und bitte. Danke aus, das war's. Tatsächlich. It's over. It's over. Was? Oder? Was? Echt? Manchmal kann das ganz schnell vorbei sein. Ganz schnell gehen. Wir machen es nicht normal. Nein. Krass. Der ist gut. Und wenn Jonas hier sagt, it's dass es sauber war, dann war es sauber. Kein Fussel. Wir haben den schönsten Beruf der Welt. Wir erleben jeden Tag was Neues. Es ist immer wieder aufregend, nie langweilig. Und wenn man das nicht mag, dann muss man, glaube ich, was anderes machen. Aber ich finde, es gibt gerade, wenn man mit so vielen sympathischen, optimistischen, gut ausgebildeten Menschen zusammen ist wie wir hier, keinen Grund für Trübsal oder schlechte Laune. Es muss jemand bitte dieses Armband, das ich seit 60 Tagen trage, abschneiden. Dabei brauchen wir eine Schere. Genau, das Messer. Ich habe mir unbedingt. Moment.
Oh mein Gott! Warte. Es will nicht ab. Das bis nach Mitternacht, hab das früher auch gern gemacht, brauch ich dafür nicht. Sitz am Tresen, trinke noch ein Bier, früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzen zu wie ein Bär, ich stell mir vor, wenn das ein neuer Bär ist. Schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich brauch.